Die Schädelbasis ist das Verbindungsstück zwischen dem HNO-Bereich, also der Nase, dem Ohr zum Beispiel, aber auch dem Mund und dem Rachen, hin zum in der Regel in dem Fall neurochirurgischen oder orthopädischen Bereich, also ein Grenzbereich. Man muss also fast immer durch den Hals-Nasen-Ohren-Bereich durch, um dahin zu kommen. Und deswegen sind wir da, weil wir da auch natürlich die normalen Krankheiten, zum Beispiel entzündliche Krankheiten, der Nasennebenhöhlen und der Ohren dort operieren, zu Hause. Und dadurch ist es so, dass wir eben Zugänge zu dem Bereich sehr gut und durch die natürlichen Körperöffnungen schaffen können. Da gibt es zum einen die, wo Erkrankungen bei uns im Hals-Nasen-Ohren-Bereich beginnen. Ich sage mal ein Beispiel, ein bösartiger Tumor im Bereich der Nasen-Nasen-Nebenhöhlen oder im Gesichtsbereich oder auch im Ohrbereich, wo wir dann aktiv werden und der dann sich so weit ausdehnt, dass er den Grenzbereich zum Hirn hin berührt sozusagen oder sogar da hineinwächst. Bei den Nasen-Nasen-Nebenhöhlen-Karzinom ist das häufig der Fall. Da sind wir dann natürlich auch auf die Interdisziplinarität angewiesen und die Kollegen, mit denen wir dann zusammen diesen Bereich, der über unseren Fachbereich hinausgeht, in der Grenzschicht der Schädelbasis zusammen operieren. Das sind so die typischen Einsatzbereiche, Tumoren. Natürlich aber auch Unfälle in dem Bereich gibt es. Also Patienten, die gerade in Großstädten häufiger Autounfällen oder Ähnlichem zum Opfer fallen, mit polytraumatischen Verletzungen im Bereich des Schädels. Also 30% aller Unfälle sind mit einem Kopftrauma verbunden. Da wird es dann so, dann kommen wir zum Einsatz, zum Beispiel, wenn die Hirnflüssigkeit zur Nase rausläuft, ein ganz typischer Fall, den wir ganz häufig sehen, wo man durch die Nase durch dieses Loch reparieren muss zum Beispiel, ist ein weiterer großer Indikationsbereich. Das ist dann schon die Interdisziplinarität, Grenzbereiche. Und dann gibt es die Grenzbereiche zu den Augenärzten, die Augenhöhlen letztendlich, die auch an den Nebenhöhlen angrenzen, durch die Knochen nur getrennt sind voneinander. Und da sind wir auch tätig. Und dann gibt es weitere Bereiche dann natürlich in den tieferen Schichten letztendlich, wo man zum Beispiel durch den Mund zur Wirbelsäule geht oder zu anderen Organen, die in unserem Bereich oder unser Bereich gut erreichbar sind. Zunächst einmal beginnt das ja mit dem Patienten, der zu uns kommt, über die Diagnostik. Da ist unser wichtigster Partner, auch für alle anderen Disziplinen, der Radiologe. Da gibt es Subspezialitäten im Bereich der Neuroradiologie, mit denen wir dann kooperieren, und der Bereich der Nuklearmedizin, wo man zum Beispiel über spezielle Darstellungen CT-grafisch Tumore nachweisen kann oder und natürlich auch, wenn man es dann nötig hat, beim Neuroradiologen gerade interdisziplinär Gefäße zu stopfen kann, die wir für die Operation sonst uns bei Blutungen entsprechend Probleme bereiten würden und die zum hohen Blutverlust des Patienten führen. Da sind wir in dem Bereich, im diagnostischen Bereich, gerne miteinander verbunden. Dann darüber hinaus natürlich, hängt es davon ab, wo der Tumor genau sitzt, welche Fachbereiche betroffen sind. Und dann kommen dann die anderen Bereiche dazu, meistens schon vor Operation durch konsiliarische Mitbeteiligung, wo der Patient dann zu den anderen Disziplinen geschickt wird und dann gebeten, Mensch, guck doch mal drauf, passt das für euch? Ist das in eurem Bereich? Wollen wir das zusammen machen? Was brauchen wir? Wie gehen wir vor? Was bieten wir dem Patienten an? Was ist der beste Weg, wo der Patient am wenigsten Kollateralschäden erleidet? Da babbeln wir dann mit anderen Fächern zusammen. Das ist zum Beispiel die Augenheilkunde, die Neurochirurgie, auch mal die Neurologie oder auch die Kieferchirurgie zum Beispiel, mit dem wir dann im Rahmen auch der Kopfzentren sozusagen Fächer zusammenarbeiten. Darüber hinaus natürlich die Pathologie, die uns dann in der Operation zur Hilfe steht. Natürlich, was ist das für eine Art von Tumor, sage ich jetzt mal, im Sinne von Raumforderung, die ja nicht bösartig sein kann und muss. Das ist das eine, das darüber hinausgehend natürlich dann auch im Verlauf Reha-Maßnahmen, die für den Patienten eventuell nötig sein sollten oder physikalische Maßnahmen oder auch Nachbehandlung oder auch im Rahmen der Nachsorge natürlich weitere Diagnostik, die wir dann mit den erstgenannten Radiologen, in der Regel Neuroradiologen, dann zusammen durchführen.